Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Revolution Online. Und wir machen genau an dieser Stelle weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind weiter hier auf dem Schiff, auf der MS Anne oder wie die hieß. Und wir gehen wirklich jeden fucking Raum durch, weil wir alle besiegen wollen. Und weil wir das Training auch einfach brauchen. Den Raum hatten wir schon. Sind wir hier bei dem Raum. Und wir versuchen unseren Nassleaf irgendwie stärker zu bekommen, aber so wirklich eine Attacke lernen will es nicht. Ja, machen wir mal hier einen Double Kick. Alter, das ist doch ein... Eigentlich ist das doch ein... Jigglypuff ist auch ein normales Pokémon und deswegen müssen Kampfattacken darauf hart abgehen, oder nicht? Naja. Dann halt nicht. Oh, da kommt Pikachu. Mioreno auf Stufe 24. Und jetzt kommt der Bulldozer. Rock Throw. Na, will sie auch gegen mich kämpfen? Nö. Aber Rachel will. Auch nicht! Was für eine Spastis. Haben ein neues Pokémon registriert, ein... Wie ist die Weiterentwicklung von Mauzi nochmal? Miauzi? Ach ja. Dann nehmen wir mal unser Shillock. Passen wir mal ein Headbutt. Das ist das Praktische an Headbutt. Manchmal kommt, dass es sich nicht bewegen kann. Wie jetzt zum Beispiel. Das war nämlich noch gar nicht tot. Und weiter geht's mit Headbutt. Wir teilen hier Headbutts ohne Ende aus. Nidorino. Nein! Nassleaf hat auch immer noch keine Chance dagegen. Dann bringen wir Pidgeotto. Quick Attack. 9000 Erfahrung. Und wenn ich dieses Pokémon zwischendurch getauscht hätte, dann hätte das wieder nur... Ja. Weiß ich nicht. 2000 insgesamt, weil auf jeden 1000 und das war's. So, ohne Witz, wäre so gewesen. Hundertprozentig. Das ist die ganze Zeit so. Bubble Beam. Body Slam. Bubble Beam. Ach so, Body Slam war schlechter, ne? Bubble Beam hat mehr gebracht. Also Body, machen wir mal wieder Bubble Beam rein. Aber wir haben ihn paralysiert schon.
8200 fucking Erfahrung, ey. Das hätten wir niemals bekommen, wenn wir zwischendurch das Pokémon getauscht hätten, was jedes Mal echt extrem die Erfahrung runterhaut. So, warte mal, in dem Raum waren wir schon, ne? Ja. Alles klar, dann haben wir im Prinzip die Räume durch. Diese hier. Können dann uns den nächsten Raum widmen als nächstes. Aber zwischendurch einmal heilen. Wir brauchen halt irgendwie noch richtig geile Attacken, ne? Nidorino hat auf Stufe 24 noch keine vernünftige Attacke. Pidgeotto hat im Prinzip noch keine vernünftige Attacke. Können wir gegen die auch alle kämpfen, gegen die Köche? Irgendwas hat der Captain. Will ja auch irgendjemand kämpfen oder sind die alle nur so? Ah, da habe ich was gefunden. Habe ich zwei Sachen gefunden. Ja, Mann. Nächstes Pokémon registriert. Phantomi, oder wie das heißt. Phantomer. Können wir den Drink hier unten auch mitnehmen, diese übertrieben große Flasche? Schade. Ein bisschen nach Cola aus. Wo gehen wir jetzt als nächstes? Gehen wir gerade hoch hier, oder? Ja, machen wir mal. Ach so. Ah, das ist... SS... Warte mal, wie heißt die jetzt, die Scheißschiff? SS Anne. Nicht MS, SS Anne. SS, ich wusste gar nicht, ich dachte man, SS darf man eigentlich gar nicht in keinem Land mehr anwenden, SS. Wegen der SS. Gentleman Nick. Er will es wissen. Er will gegen mich kämpfen. Dann soll man mit Geodude sich anlegen. Bulldoze. Nochmal Bulldoze. Sehr schön, das ging ja sogar. Einigermaßen was gebracht für Nuzleaf. Kicken wir ihn mal weg. Horn. Oder wir machen Horn. Horn Attack. 5700 Erfahrung. Habt ihr das gesehen? Die waren genau gleich vom Level. Aber als ich mit zwei Pokémon gemacht habe, habe ich insgesamt vielleicht Erfahrung von maximal 3500 bekommen. Und als ich alleine ein Pokémon gemacht habe, habe ich 5700 Erfahrung bekommen. Das heißt, das Spiel will im Prinzip nicht, dass man Pokémon tauscht während des Kampfes. Aber wie willst du dann die schwachen Pokémon trainieren? Ich meine, was soll das? Das verstehe ich nicht ganz. Also, das finde ich irgendwie nicht so ganz angebracht. Und Alter, die Kratzfurie geht aber ab, ey. Bin ich schon tot, bevor ich was machen kann, oder was? Nee, einmal Double Kick geht. Geht noch voll ins Face. Ja, jetzt war's das. Dann kommt Pidgeotto! Quick Attack! Ah, geil. Quick Attack! Was machen wir denn mal gegen den hier?
Twister. Das haut alles nicht so richtig rein. Water Gun. Ich glaube, das müsste sehr effektiv sein sogar. Ja. So, dann müssen wir nochmal wieder zurück. Oder können wir deren Bett auch einfach benutzen? Das wäre auch ganz nice. Nö. Scheiße. Mittlerweile muss man ja echt schon weit latschen, um überhaupt uns heilen zu können. Das ist jetzt echt nervig. Und wir lassen extrem viel Erfahrung liegen durch das Pokémon-Getausche in den Kämpfen. Aber was soll ich machen? Das Nuzleaf muss erstmal eine Attacke lernen, damit es überhaupt irgendwas kann. Also eine Attacke, die was bringt. Es hat ja eine Attacke, aber die zieht halt gar nichts ab. Ihr habt es ja schon gesehen in ein paar Folgen. Damit kommen wir nicht weit, ey. Guck mal, er hat einen Geowatz. Geowatz müsste eigentlich irgendwann jetzt auch mal aus Kleinstein werden. Ich vermute auf Stufe 25. Ach nee, das war falsch. Wir müssen da hin. Mal gucken, ob da hier drinnen hier noch jemand. Ich glaube nicht, weil hier sind keine anderen Pokémon hier drin. Doch, sie kämpft auch. Ponita. Mal wieder Geowatz reinbringen. Kleinstein. Jetzt bin ich schon bei Geowatz. Ach nee. Georock? Nee, warte mal. Georock? Geowatz ist die letzte Entwicklung. Er hat einen Georock gehabt. So, Bulldoze. Rock Throw. Oh, Bulldoze. Stufe 19 ist es jetzt schon geworden und trotzdem hat Nuzleaf bis jetzt seit Stufe 13 keine einzige Attacke gelernt. Das muss man sich mal geben. Was ist mit diesem Pokémon verkehrt? Kann mir das irgendjemand sagen, ey? Das kann doch nicht sein. Dann muss der Nidorino jetzt Stufe 25 erreichen. Double Kick. Oh, wie gut, dass das so wenig abzieht. Horn Attack. Ah, jetzt endlich. Er lernt irgendwas. Es ist ein Angriff. Und ich kann's gegen... Warte mal, was ist denn? Ich muss mal seine Angriffe checken. Nature Power. Very depending on the... Machen wir mal das da weg. Härtner brauchen wir nicht. Okay, er hatte schon eine Attacke, aber die war ein bisschen komisch. Die Attacke, die er da hatte, war im Prinzip, er zieht zwei Runden fast gar nichts ab, um dann den Schaden, den er verursacht hat, zurückzugeben. Den er bekommen hat, zurückzugeben. Irgendwie sehr komisch. Naja, auf jeden Fall können wir jetzt mal gucken, ob wir mit Nuzleaf kämpfen können, selber. Können es ja mal probieren mit Fake Out. Ja, war ja eine gute Idee. Fick dich. Aber hat auch einen derbeschweren Stand hier in dem Schiff, weil das alles Kampf-Pokémon sind und Kampf ist auch noch gut gegen Flug-Pokémon. Weil ich gerade feststelle, dass Gast auch gut ist gegen die. Oh. Ghost. Bringt trotzdem nicht genug, um zu gewinnen.
Nidorino. Horn Attack. Horn Attack. Was? Boah, 11.000 Erfahrung. Er hat mir TM19 gegeben, cool. Wir müssen jetzt trotzdem schon wieder irgendwo hin, um uns zu heilen. Und das bedeutet, wir müssen wieder komplett zurück. Naja. That's life. Ja, und die neue Attacke bringt jetzt auch noch nicht so wirklich doll viel. Vor allem, weil wir hier die ganze Zeit gegen Kampf-Pokémon kämpfen und das kann Nassleaf nicht. Jetzt erstmal so, Pidgeotto muss nach oben, Tauboga. Tauboga! Welchen Raum haben wir, den dritten oder den vierten? Den waren wir doch, sind doch richtig. Tentakur! Ja, das ist so meine Schwäche, Wasser-Pokémon. Ich hab nichts. Ich hab nichts gegen Wasser-Pokémon. Gar nichts. Und auch das Twister bringt gar nichts dagegen, glaube ich. Nee. Gast bringt nichts dagegen. Quick Attack ist halt dann Standard. Wobei ich ihn jetzt schon tot hätte, wenn ich die ganze Zeit nur Quick Attack eingesetzt hätte. Stufe 25, Quick Attack. Quick Attack. Alter, was zum Teufel war das? Bulldozer. Oh Mann, ey, das ist doch auch schon wieder scheiße. Jetzt kackt er auch direkt ab. Oh Mann. Oh, ist das nervig. Geht einfach nicht down. Das taugt wieder alles nix, die Angriffe. Fake out. Fake out. Fake Out geht zu 90% daneben. Es ist auch eine richtig geile Attacke, die er da bekommen hat. Muss ich mal sagen. Also, was soll das, Alter? Was kann dieses scheiß Nutsleaf denn? Also, das ist wirklich scheiß Fail-Pokémon. Also, ich muss wirklich sagen, keine Empfehlung von mir, sich dieses Ding zu holen. Ich will, die letzte Entwicklung davon sieht zwar geil aus, aber der Rest ist ja mal richtig scheiße, Mann. Das kann gar nichts. Da ist, kann ich ein Carpador genauso. Es ist wie, als wenn ich ein Carpador hinter mir herziehen würde. Also, das ist auch scheiße schwer zu trainieren.
So, Leute, auf jeden Fall machen wir an dieser Stelle mal einen Break. In der nächsten Folge machen wir dann weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.